ich weiß ja nicht, ob Sie jetzt beim Kaffee sitzen, meine Damen und meine Herren, oder ob Sie sonst einen Anlass haben. Ich habe eigentlich immer einen Anlass, eine schöne Kerze anzumachen, ob das nun Ostern ist oder Weihnachten oder Geburtstag oder was auch immer. Vor allen Dingen auch sonntags habe ich sehr, sehr gerne, wenn man dann im Kreise der Familie, ich sag mal, einen Kaffee trinkt, ein schönes Stück Kuchen isst und dabei so richtig schön chillen kann, sagt man ja heute. Chillen. Früher hieß das relaxen und davor hieß es ausruhen. Naja, wie auch immer, wir haben etwas ganz, ganz Tolles für Sie. Meine Augen glänzen dabei, denn ich habe große Freude an gutem Geschirr. Nicht nur, was in der Küche gebraucht wird, sondern was auch auf dem Tisch steht, wo man Kaffee draus trinkt, wo man eben auch ein Stück Kuchen von essen kann oder aber ein gutes Mahl. Und sowas haben wir heute da. Und zwar, wir haben die Königin unter den Porzellan da, meine Damen und Herren, Bone China. Haben Sie alle schon mal gehört? Wir haben schon zwei Sendungen, haben wir Ihnen gewidmet. Jedes Mal war es ausverkauft. Ist klar, will jeder haben. Für einen solchen Preis kaum zu ergattern, denn normalerweise unbezahlbar. Bone China, die Königin unter den Porzellanen. Ich weiß nicht, ob das Porzellanen heißt. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Du hast ja auch schon zugeschlagen. Du hast noch Glück gehabt. Ja, ich habe Glück gehabt. Ich habe noch eins bekommen. Mhm. Und ich habe das auch aus einem ganz guten Grund getan. Erstens mal, weil wir Ihnen hier insgesamt unser komplettes Bone China mal präsentieren. Nämlich einerseits unser Kaffeeservice, mit dem wir anfangen. Und dann aber auch unser Tafelservice. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe mal vorher mich informiert, was Bone China denn so kostet. Weil ich finde einfach weißes oder elfenbeinfarbenes Porzellan ist das Schönste, mit dem man dekorieren kann. Sie sind an keine Farben gebunden. Sie können natürlich Ihre Tischdekoration auch so machen, wie Sie sich das vorstellen. Und was ich immer so schön finde, wir kochen ja sehr gerne, wenn ich Essen schön auf einem hellen Teller präsentieren kann. Hier haben wir ein sechsteiliges Service, ein Kaffeeservice mit Kaffeekanne, mit Milchkännchen. Es ist alles dabei, was Sie brauchen. Mit einer Zuckerdose. In einer Dreiecksform haben wir die hier und, meine Damen und Herren, natürlich ein Deckelchen drauf, wie sich das gehört, für eine wunderbare Zuckerdose, damit der Zucker nicht feucht wird. Und dann haben wir Untertassen, wir haben die entsprechenden Tassen dabei, wir haben die entsprechenden Kuchen bzw. Dessertteller. Und dann nehme ich jetzt mal den aus der Mitte hier raus, diesen Dessertteller, den möchte ich Ihnen gleich mal zeigen. Er hat hier eine leichte Biegung und Sie sehen, wie dünn dieses Porzellan ist und trotzdem ist es die Königin. Warum? Ganz einfach. Es ist das teuerste Porzellan der Welt überhaupt und es ist das beste Porzellan. Da haben Könige wie Königin Victoria schon dran gegessen und im Museum in London beispielsweise, da können Sie im Victoria Museum, können Sie Bone China sehen, was die Dame damals benutzt hat. Eine tolle Sache. Das ist übrigens zeitlos, auch wenn Sie denken, ja, irgendwann kommen wieder die runden Teller. Ich behaupte mal, das bleibt jetzt zeitlos, das werden Sie immer benutzen können. Das kann man als Aussteuer kaufen beispielsweise, denn normalerweise unerschwinglich. Ja? Aber für den Preis, den wir haben, haben Sie gesehen, das scheint so ein bisschen durch. Das ist das Geheimnis, diese Elfenbeinfarbe und dass das Porzellan durchscheint. Wir haben es auch mal für Sie aufgezeichnet. Sie können das gerne mal, guck mal, da ist die Hand dahinter. Und das kann nur Bone China Porzellan, kein anderes. Ich würde das niemals im Leben in die Spülmaschine tun, obwohl man das darf. Es ist spülmaschinenfest. Aber ich persönlich würde es niemals tun. Filigrane Form, trotzdem besonders bruchfest, meine Damen und Herren, und langlebig. Wie gesagt, das kann man auch weiter vererben. So, jetzt stelle ich den Teller mal wieder hin und lasse den Kai mal wieder zu Wort kommen. Technisch gesehen funktioniert das wie folgt. Warum heißt es Bone China, also Knochenporzellan? Ganz einfach, weil hier eben sozusagen Rinderknochen aufgerieben werden und dann eben bei großer Hitze sozusagen veraschen. Und diese Rinderknochenasche wird eben dem Porzellan beigefügt. Die Engländer haben Ende des 18. Jahrhunderts angefangen, endlich die Technik so hinzukriegen, dass, so wie es bei den Chinesen war, man eben auch für etwas erschwinglicheres Geld mal irgendwann Bone China machen konnte. Ja. Trotzdem blieb es weiterhin unbezahlbar. Wir haben uns ja vorinformiert, was die ganzen Sachen so kosten. Wenn Sie heute bei namhaften Herstellern, das ist bei uns sowieso unglaublich vom Preis, wenn Sie bei namhaften Herstellern sich heute ein 30-teiliges, also für 6 Personen Ess- oder Kaffeeservice kaufen wollen, können Sie ganz locker flockig 4 Stellen anfangen. Das heißt, 1.000, 1.500, 2.000 Euro für ein Bone China Geschirr sind überhaupt kein Problem. So eine Kaffeekanne, ja, wenn Sie die vergleichsweise mal im Internet googeln, werden die sehen, die ist nicht zu haben unter 300, 400 Euro. Ganz genau. Alleine nur diese Kanne. Ich finde es toll, weil wir vom Design her, das, was du gerade angesprochen hast, wir haben einerseits runde Formen, was unsere Kaffeebecher betrifft, wir haben andererseits aber auch diese viereckigen Formen. Und da hat Walter völlig recht, es ist zeitlos und Sie werden das ein Leben lang haben. Ich persönlich schwöre auf das Geschirr.
Ich kenne nichts Schöneres für so unglaublich wenig Geld, das muss man auch dazu sagen. Und die Tradition des Bone Chinas ist ja schon über 1400 Jahre alt. Also die Chinesen wussten schon, was sie da machen. Genau. Und ich glaube 1748 war das, da können wir uns alle noch ganz genau dran erinnern. Ja, das war wie gestern. Da gab es Thomas Fry. Thomas Fry war aber nicht der Erste, der diese Rezeptur versucht hat, sondern er war dann derjenige, der Erfolg hat. Dieses Porzellan ging aber in England auch nie in Serie, weil das einfach nicht, das konnten sich nur Könige leisten, es ging gar nicht anders. Auf dem normalen Tisch fand das einfach nicht statt. Und selbst die Chinesen haben ja schon damit gehandelt, vor tausenden von Jahren, meine Damen und Herren. Und es wurde wirklich gehandelt wie Gold, wie Diamanten. Schauen Sie sich einfach mal hier diese wunderschöne Tafel an. Also so nachmittags, sich mal mit den Lieben zusammenzusetzen und wirklich mal ein gutes Stück Kuchen zu essen, schönen Kaffee lecker dazu. Also das ist schon wirklich zelebrieren. Und ich finde das immer toll, weil wenn man gemütlich zusammensitzt, gerade was Essen zu tun hat, das ist für mich das Schönste, was man sich vorstellen kann. Man hat seine Lieben um sich, man hat gekocht, man hat irgendwas lecker auf dem Tisch stehen, weil man da einfach unheimlich viel Zeit mit verbringen kann. Und wenn Sie gerade hier mit so einem Bone China einfach mal ein ganz anderes Niveau zu Hause reinbringen wollen, dann ist das überhaupt kein Problem. Haben Sie gerade noch mal das Geheimnis gesehen, dass es eben durchscheint und gleichzeitig so ein bisschen Elfenbeinfarbe hat. Und du hast ja schon von der Herstellung gesprochen. 1250 Grad ist die Herstellung heiß, meine Damen und Herren. Da kommen 25% Kaolin rein, 50% sogenannten Cornish-Stein und 50% Knochenasche, hast du auch gesagt, kommt vom Rind, meine Damen und Herren. Und dann wird die Mischung bei 1200 Grad Celsius gebrannt. Ja? Die Rohstoffe für Bone China sind vergleichsweise teuer. Ja. Und die Produktion ist arbeitsintensiv, weil alles muss per Hand gemacht werden. Und deshalb ist es so, dass Bone China unterhält einen Luxusstatus und hohe, hohe Preise. Und es gibt in London ein Museum, das Victoria und Albert Museum, meine Damen und Herren. Da haben wir hier eine Schokoladentasse, die ist sogar vergoldet. Das war ums 18. Jahrhundert. Schauen Sie sich das an. Ich möchte Ihnen das Bild nicht vorenthalten. Schauen Sie sich das an. Ist das nicht herrlich? Ja? Das war pure Porzellan. Und diese Tasse, die ist bestimmt eine halbe Million wert. Ja. Unglaublich, aber wahr. Die können Sie also im Museum sehen. Und also ich habe da großen Spaß dran, muss ich sagen, weil ja normalerweise kann man sich das ja gar nicht leisten. Wir reden jetzt mal über den Preis für dieses Kaffeeservice. Normalerweise bei uns in der Liste schon billig, meine Damen und Herren, mit 358,94. Ja. Wir lassen aber jetzt 72% runter, weil wir... weil wir eben Pearl sind. Genau, unsere Einkäufer sind genial. Und sie zahlen lediglich, jetzt passen Sie auf, keine 100 Euro für ein sechsteiliges Service mit Kaffeekanne, mit Milchkännchen, mit Zuckerdosis, alles dabei. Unglaublich, aber wahr. Walter hat es gerade gesagt, 1200 Grad. Das ist mit das heißeste von der Brennstufe her, was man überhaupt bekommen kann. Normales Porzellan wird bei 1000 Grad, 950 bis 1000 Grad gebacken. Jetzt können Sie sich ungefähr vorstellen, nochmal 200 Grad obendrauf, warum dieses Bone China eben auch so robust ist. Unseres wäre übrigens auch Mikrowellen geeignet, wobei ich das wirklich als richtig edles Service benutze. Ich kann Ihnen nur sagen, schlagen Sie zu für den Preis. Das ist unglaublich schön. Mir macht sehr viel Spaß zu Hause, weil naja, wir haben hier auch unsere Wohnung, wo wir leben müssen und auch tun. Und da war einfach, ich brauchte Geschirr. Und als ich das Bone China Geschirr gesehen habe, habe ich erst mal geschluckt und habe gesagt, da ist ein Fehler im System. Das kann nicht sein für das Geld. Es ist tatsächlich aber so. Und ich sage Ihnen aus der eigenen Erfahrung raus, es ist fantastisch. Es sieht wunderschön aus und durch die helle Farbe, und das finde ich eben immer so schön, sind Sie an keine Dekoration gebunden. Essen, schön präsentieren auf den weißen Tellern, sieht traumhaft gut aus. Dann dieser leichte Elfenbeinfarbton, Sie können an Servietten alles dazu machen. Sie können Ihre Tischdekoration so ändern, wie Sie wollen. Alle Farben passen dazu, weil wir ein zeitloses Elfenbeinweiß haben. Und ich finde es traumhaft schön. Es ist sensationell verarbeitet. Es liegt sehr gut in der Hand und es schmückt jede Tafel, kann ich Ihnen wirklich sagen. Jetzt sagen Sie vielleicht, entschuldige, dass ich unterbreche. Jetzt sagen Sie vielleicht, das ist ganz dünn, aber dann ist es doch nicht so hart. Das ist aber genau das Gegenteil. Aufgrund seiner hohen Festigkeit dieser Zutaten, meine Damen und Herren, mit Knochenasche, ermöglicht es, in dünner Querschnitte hergestellt werden als andere Porzellane. Ja? Das ist ja das Tolle dabei. Ganz das geht eben nur durch diese Härte, durch den Härtegrad. Das ist ja ähnlich wie wir, Härtegrad gibt es ja auch zum
Beispiel bei, Messern ne? beispielsweise. Rockwell, genau, ja. Ja, haben wir auch im Programm. Ganz genau, traumhafte und Sachen, würden übrigens gut dazu passen, wenn Sie dann mal schön abends kochen, können wir Ihnen auch nur empfehlen. Warten Sie mal auf unsere Damaszenermesse, die sind auch ein Traum, preislich auch ein Wahnsinn. Und das können wir Ihnen alles nur empfehlen. Was ich interessant finde, ist, dass einfach diese Härte und diese Dünne dadurch eben resultiert, dass man eben die Knochenasche von den Rinderknochen dazu gibt, weil das eben eine ganz andere Materialzusammensetzung bringt. Und die Chinesen waren schon ganz schön gewieft. Ne? Ja. Also früher hätten wir uns das ja nie leisten können. Ich habe vor 26 Jahren ja geheiratet und hätte das auch gerne gehabt, aber da gab es das gar nicht zu diesem Preis. Ne? Pearl macht es eben möglich, meine Damen und Herren. Wir haben eben Einkäufer, die tatsächlich es geschafft haben, bei hohen Stückzahlen niedrige Preise zu ergattern. Und das sind ja keine Restposten, sondern das ist ja richtiges Bone-China. Also echt, meine Damen und Herren. Ne? Man fährt ja so oft in andere Länder und da kriegt man Marken angeboten für billig Geld, wo man dann sieht, die funktionieren überhaupt nichts drin, ne? Wie bei Uhren beispielsweise. Mhm. Ja, und genauso gilt das natürlich fürs Porzellan. Das heißt ja nicht umsonst die Königin des Porzellans. Ja? Und ich sage es nochmal, vor fast 1400 Jahren wurde es erfunden in China. Und deshalb, China heißt ja auf Englisch, also auf Deutsch übersetzt, die Engländer sagen China und meinen damit Porzellan. Weil China war ein Inbegriff für Porzellan. Ja. Und immer noch, weil die Kultur ja eigentlich insgesamt da auch herkommt. Ich kann es Ihnen wirklich nur wärmstens empfehlen. Allein schauen Sie mal, ich finde diese Mischung aus runden und eckigen Formen, finde ich bei unserem Geschirr so toll. Es ist die Quadratur des Kreises. So, ich bin jetzt raus, Walter, das war's. Das war der Satz. Es ist tatsächlich so. Also, wunderschön vom Design. Hier auch wieder die runden Tassen mit den eckigen Untertellern. Es lockert auch ein bisschen auf. Es sieht einerseits sehr edel aus. Sie können aber natürlich auch zum ganz normalen Essen das gebrauchen. Weil, wie gesagt, es ist extrem widerstandsfähig. Und Sie brauchen sie auch nicht jetzt zu sagen, ich hole das bloß bei guten Tagen raus. Sondern es ist wirklich ein Geschirr, was Sie jeden Tag verwenden können. Da spreche ich aus der Erfahrung, weil ich habe das komplette Set zu Hause. Und ich schwöre drauf. Es ist sensationell schön. Es ist für einen Preis, der unglaublich ist. Für unter 100 Euro hier das sechsteilige Kaffeeservice und eben von der Verarbeitung her traumhaft gemacht, die Ansätze von den Griffen. Also normalerweise, wenn Bekannte zu Ihnen dann kommen, Freunde und Verwandte, die würden eigentlich dastehen, denen wird die Klappe runterfallen, die würden sagen, ey, sag mal, ist bei euch der Wohlstand ausgebrochen oder was habt ihr im Lotto gewonnen? Und dann können Sie ganz kurz trocken sagen, nö, wir gucken Pearl TV, wir sind schlauer. Ja. Wir fingen ja alle mal an mit verschiedenen Tassen, die verschiedene Formen, verschiedene Farben hatten. Manche waren noch nicht mal aus Porzellan, sondern nur aus Keramik. Ja. Und man hat dann gesammelt und getan. Jedes Mal, wenn jemand zu Besuch kam, hat man sich irgendwie geschämt. Ne? Buntes allerlei. Ne? Du fängst dann, irgendwann fängst du an, alles gleich zu kaufen. Ja. Aber dann hast du dieses Billig-Porzellan, was überhaupt nicht witzig ist. Ne? Ja. Und das schmeißt du dann auch nach ein paar Jahren wieder weg, bis du dir irgendwann sowas leisten kannst. Ich sage Ihnen was. Wenn Ihre Tochter oder Ihr Sohn jetzt gerade vorhat, zu heiraten. Das ist das Richtige für die Aussteuer. Besser kann es nicht sein, wenn man mit sowas anfängt. Kaffeeservice mit der Artikelnummer NC 7171569. Nochmal NC 7171569. Wir treiben es jetzt aber auf die Spitze, denn wir haben noch mehr im Programm und die aufmerksamen Zuschauer, die letztes Mal schon zugeschlagen haben, die wissen, was jetzt kommt. Wir gehen mal darüber. Wir gehen mal darüber. Kommen Sie doch mal mit uns. Genau, denn hier ist der absolute Oberkracher. Das ist der absolute Oberkracher. Hier haben wir ein Tafelservice, ebenfalls für 6 Personen. Also ich muss ja Gott sei Dank wissen, schmunzeln und stehe hier und kann Ihnen nur sagen, wer da nicht zugreift, ist selber völlig schuld, weil es ist so traumhaft schön. Hier erstens mal schon unsere große Servierplatte. Da gebe ich Ihnen gleich mal einen Tipp. Mir hat die Servierplatte so gut gefallen, dass ich mir für 6 Personen noch 5 von denen dazu gekauft habe und das jetzt als klassische Essteller nehme, weil ich das total schön finde, so einen breiten Essteller zu haben. Hat auch ein bisschen was Moderneres. Sie haben die Servierplatte hier dabei. Sie haben 6-mal die Suppenteller, Sie haben 6-mal unsere wunderschönen Essteller, eine Salatschüssel dabei, unsere kleinen Schüsselchen 6-mal. Ah, ich kriege eine Gänsehaut. Ja, man merkt das, glaube ich, bei uns auch immer, wir sind ja so auch so, wir sind ja zwar richtige Hausfrauen irgendwo. Ne? Weiter. Wenn früher Howard Carpendale gesungen hat, den ich ja persönlich sehr schätze und kenne, Tür an Tür mit Alice, habe ich eine Gänsehaut gekriegt. Aber wenn ich jetzt hier drauf gucke und du redest darüber, kriege ich auch eine Gänsehaut. Es ist einfach toll.
Komplett die Suppenterrine mit dabei, eine kleine Sauciere, das kommt alles komplett zu Ihnen nach Hause. Und da sage ich Ihnen jetzt mal was. Das Tafelservice kostet normalerweise schon unglaubliche 560 Euro knapp. Was aber schon billig ist. Was extrem billig ist. Wir bieten Ihnen jetzt das komplette Service. Ich habe übrigens Salz und Pfefferstreuer noch vergessen, ich böser. Die sind natürlich auch noch mit drin. Wir gehen da gleich noch mal ganz locker durch, genau. 229,90 Euro, liebe Zuschauer. Das sind 59% Rabatt, die lassen wir runter. Schlagen Sie zu, solange der Vorrat reicht. Sowas kriegen Sie nie wieder, meine Damen und Herren. Das ist ein Angebot, was einfach einmalig ist. Wer da nicht zuschlägt, also auch wenn Sie es sagen, ich weiß ja gar nicht, was Boneshiner ist, fragen Sie mal Ihre Mutter, die weiß das. Oder googeln Sie, es ist unglaublich, was heute preislich machbar ist. Es ist ein komplettes 30-teiliges Set für 6 Personen und natürlich, was ich wieder sehr schöne vom Design, wir haben einerseits die dreieckigen und runden Formen, was unsere Suppenteller und die kleinen, ja, sozusagen Zusatzschüsselchen betrifft. Andererseits nehmen wir aber hier wieder durch die Servierplatte und auch durch unsere Essteller eben die viereckige Form auch wieder mit auf. Und die Kombination ist sowas von schön. Mir macht das wirklich Spaß. Ich habe in den letzten Wochen jetzt so viel Leute abends zum Essen da gehabt, weil ich gesagt habe, Freunde, ich möchte euch mal was zeigen. Ich koche ja sowieso, wie gesagt, wir kochen ja beide sehr gerne. Aber hier wirklich mal sich in die Küche zu stellen, vielleicht auch noch mit anderen Zubehör bei uns aus dem Programm und dann nachher Essen hier auf diesem Service anrichten zu können, ist einfach ein absoluter Traum. Ist wunderbar. Also wir haben einmal die Servierteller, meine Damen und Herren. Ganz genau. In dieser quadratischen Form, darf ich hier noch mal zeigen. Ja. Dann gibt es dazu, also immer 6 Stück, ne? Nicht vergessen. Dann gibt es dazu natürlich hier die Suppenteller, ebenfalls 6 Stück. Das alleine macht ja schon richtig etwas her. Ne? Das ist auch egal, das hat keine Generationsprobleme. Egal, ob das junge Leute sind oder reife Leute oder ob das Omi und Opi sind. Es ist einfach Tischkultur pur. Ja. Sie bekommen Salatschüssel oder Dessertteller, kann man auch sagen, Dessertschüsseln dazu, ebenfalls 6 Stück. Da würde ich jetzt Salat reichen beispielsweise oder aber eben schön Pudding hinter. Oder mach zum Beispiel, wenn du sagst, du machst ein bisschen asiatische Küche, kannst du auch mal schön Sojasauce alles rein tun und ein bisschen Wasabi mischen. Genau. All diese Möglichkeiten. Dann kommt natürlich eine Suppenterrine. Die Gumpfe, sagen wir im Rheinland. Ne? Kommt das Gumpfe auch mit bei. Also es ist tatsächlich eine wunderschöne Suppenterrine mit einem ganz toll gemachten Deckel auch drauf. Können Sie natürlich auch einen Gulasch reintun, wie Sie es gerne hätten, ne? Sehr gut zu tragen. Ja, und kommt nicht dazu. Zu schwer und nicht zu leicht. Das ist wirklich Topform. Dann haben wir, Entschuldigung, Der Deckel, der ist hier konkav, also nach innen gewölbt. Ich weiß, was du jetzt denkst. Ich weiß, was du jetzt denkst. Ich habe mal erklärt, wie man sich merken kann, konkav, konvex. Ne? Soll ich sagen? Ja, sag's, komm, das ist. Hat die Dame Sex, wird sie konvex. Ja? Mhm. Ist die Dame brav? Bleibt sie konkav. Ja. Somit hätten wir das auch mal. Deswegen musste ich gerade so schmunzeln, als Walter so schön dieses konkav betonte. Dann haben wir natürlich unsere Saucière auch noch mit hier. Wunderschön, wenn Sie sagen, Sie haben eine Bechamelsoße oder irgendwas. Sie haben vielleicht einen Braten, dunkle Bratensoße dazu. Ist auch inklusive hier eine dabei. Und die ist eben auch wieder schön gemacht. Die nimmt eigentlich die eckige Form mit dem Runden auch wieder von dem ganzen Service schön auf. Also ich habe da die Dreiecke tauchen ja auch immer wieder auf. Mhm, ne? Genau, ja. Mhm. Die ist wie gesagt mit dabei. Und dann haben wir noch davor stehend eben Salz und Pfefferstreuer, die eben auch wieder in diesem dreieckigen Design, das geht richtig schön durch das ganze Geschirr mit durch. Salz, das heißt, es ist perfekt aufeinander abgestimmt. Und das alles kriegen Sie für unter 230 Euro nach Hause, liebe Zuschauer. Das ist ein Wahnsinn. Also ein normales Service in der Größe, wenn es von einem namhaften Hersteller ist, in dieser Qualität, das müssen wir auch dazu sagen, vierstellig überhaupt kein Problem. 1.500, 2.000, 2.500 Euro, gucken Sie bitte mal gerne bei den namhaften Herstellern. Wir können es gerne mal sagen, Villeroy und Boch oder so oder so. Ja. Sie werden staunen, was Sie ausgeben müssen. Und wenn Sie sich echtes Bone China, und da können wir uns beide für verbürgen, nach Hause holen wollen, dann holen Sie sich ein absolutes Schnäppchen, greifen Sie zu. Und ich habe es übrigens getan, als ich mir das Service gekauft habe. Mhm. Ich habe es wirklich zum Testen in die Spülmaschine getan. Und? Ja, es ist spülmaschinenfest. Ja. Ich würde es trotzdem nicht machen. Also es war einmal, dass ich sagen wollte, man macht das ja immer, wenn man ein Geschirr neu gekauft hat, dass man es einmal wäscht. Ich würde es auch nicht mehr machen. Und jetzt kommen wir noch zu unserer wunderschönen Salatschüssel, die auch noch
inklusive ist in unserem Set. Da darf man natürlich nicht nur Salat reintun, da darf man auch Kartoffeln reichen. Klar, alles. Also alles, was Sie sich denken können, Knödel oder Nudeln oder was auch immer. Ne? Ja. Ja? Und da nehmen wir die dreieckige Form wieder auf, die wir ja auch schon bei unseren Suppentellern hatten. Ganz genau. Und also, natürlich auch bei den kleinen Schälchen, das finde ich so schön, eben dieses Rund mit Dreieck und das Eckige mit Viereck, ganz toll gemacht. Und natürlich unsere Servierplatte, unsere große, die ich Ihnen empfehlen würde, weil die kostet auch alleine nicht wirklich so viel, dass Sie die eben auch mal als echte Platzteller nehmen. Das ist meine Lieblingsplatte. Ja. Die finde ich so toll. Die könntest du jeden Tag hören. Ne? Das ist übrigens eine gute Idee von dir, die als Essteller zu nehmen. Ich finde das so klasse. Ja. Ich habe wirklich das so gemacht. Schönes Stückchen Fleisch hier drapiert. Ja. Rechts Gemüse natürlich noch so ein bisschen mit Dekoration gearbeitet. Traumhaft. So, und was brauchen Sie natürlich, damit die Tafel rund wird und das natürlich auch alles gegessen werden kann? Wollen wir noch schnell, bevor wir das Besteck machen, wollen wir noch schnell die Artikelnummer sagen. Genau. NC 7170 und die 569 für unser komplettes Bone China Set. Für 6 Personen. Sie sparen an diesem Set. Kaufen Sie es unbedingt, ehrlich. 328,02 Euro. Sparen Sie. Sie zahlen viel weniger, als Sie sparen. Sie zahlen nämlich nur 229,90 €. Das ist sensationell. Sensationell. Aus meinem Erfahrung, also aus meiner Erfahrung jetzt raus, das ist eigentlich ein Must-Have für Sie zu Hause. Ja. Liebe Damen, wenn Sie schön haben wollen, ich kann es Ihnen echt wärmstens empfehlen. Ich nutze es intensiv. Ich habe beide, weil ich gesagt habe, ich möchte einfach auch mal wieder hier alles in einem haben. Das Kaffeeservice passt. Sie können ja auch zwischendrin noch ein bisschen mischen, weil ich nehme zum Beispiel auch gerne die normalen Servierteller hier, unsere Kuchenteller, um auch da eben, die sind ja ein bisschen kleiner, noch schön Platzgedecke machen zu können. Wenn du eine Vorspeise hast, irgendwas. Ja. Man kann das wunderschön mischen, aber jetzt kommen wir erstmal auch noch zu einem Besteck. Knaller. Sie sehen ja was da los ist, meine Damen und Herren. Denn dazu gehört, wie der Kai eben gesagt hat, ein wunderbares Besteck. Und das haben wir hier ebenfalls für 6 Personen. Da haben wir einmal die Messer, dann die Suppenlöffel, die Gabeln, dann haben wir hier noch Kaffeelöffel oder Teelöffel, man kann sich streiten darüber. Das sind jetzt wahrscheinlich Teelöffel, denn Kaffeelöffel sind viel kleiner. Aber das ist ja im Volksmund so, dass solche Löffel als Kaffeelöffel benutzt werden bzw. benannt werden. Dann haben wir noch die kleinen Gäbelchen dabei. Kuchengabeln, also, ganz wichtig, finden Sie auch selten in einem kompletten Set. Müssen Sie sonst normalerweise immer dazu kaufen. Und das ist auch eine Qualität, die lässt nichts zu wünschen übrig. Und das Design ist ganz, ganz edel. Schauen Sie sich das mal an. Super klassisch gehalten. Liegt auch sehr gut in der Hand. Ja. Wirklich also angenehm, auch damit zu essen. Ist ein Hingucker. Gibt viele Hersteller wie WMF, wir können den Namen gerne mal sagen, wo Sie für so ein Set in 18/10er Edelstahlqualität gute 200, 300, 400, 500 Euro auf den Tisch des Hauses legen. Und da müssen Sie dann die Kuchengabeln noch extra kaufen. Und auch das ist ein Design, was einfach zeitlos ist. Ganz ich finde das schön, das liegt wunderbar in der Hand. Ja. Na, also kann man auch wunderbar mit schöpfen oder eben rühren, den Kaffee oder den Tee rühren. Ganz, ganz klasse. Also wie gesagt, ebenfalls für 6 Personen. Und interessant ist hier nicht nur die Qualität und das Design, sondern natürlich auch der Preis, meine Damen und Herren. Denn Sie kriegen von uns 46% runtergelassen. 46% sparen Sie hier und zahlen keine 70 Euro für alles. Ja. Ist unglaublich, ne? Ja. Also das ist wirklich hier preisbewusstes Kaufen für Top-Qualität. Und jetzt sage ich Ihnen auch mal was. Wir arbeiten ja beide jetzt schon ein bisschen länger hier. Ja, ne? Er kam einst mit einem Rennrad aus Köln hier angehetzt und wollte nur noch Fahrräder kaufen, weil es hier so schön ist zum Fahrradfahren. Ja. Und plötzlich hat er gemerkt, ach nee, Bone China ist auch schön. Und dann hat er gemerkt, ach, Armbanduhren sind auch was Feines. Stimmt. Sagen wir mal, nein, es ist tatsächlich so, wenn man in so einem Unternehmen eine gewisse Zeit arbeitet, die Produkte kennenlernt, dann lernt man viele davon auch wirklich lieben. Das möchte ich Ihnen jetzt einfach mal sagen, weil die Palette, die wir Ihnen hier anbieten, ist traumhaft. Es ist ein Preis Leistungsgegenwert hier vorhanden bei Pearl TV, den Sie sonst auf dem Markt so nicht bekommen werden. Und Sie merken das bei Walter und mir immer, alles, was mit Haushalt, Küche und so zu tun hat, wenn wir bei uns die Gesichter anfangen zu leuchten, wenn wir wirklich dastehen und richtig Spaß an unseren Produkten haben, den wir Ihnen wirklich hier präsentieren. In diesem Fall können wir Ihnen sagen, wir haben beide sehr breit gegrinst, als wir zum ersten Mal das Bone China gesehen haben. Ja. Und es muss nicht immer vom Markenhersteller sein. Auch das ist eine Entwicklung, die viele Menschen mal durchmachen müssen. Ich kann Ihnen sagen, wir ganz ehrlich, haben mit die besten Marken, die man sich vorstellen kann, weil Sie kriegen es exklusiv nach Hause und können sich es auch leisten. Übrigens, was mir gerade einfällt. Ja. Das Bone China kommt ja komplett sogar versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause. Ja.
Ne? So ist das. Kommt alles, was über 150 Euro ist, was Sie bei uns bestellen, bekommen Sie versandkostenfrei. Und ich möchte Ihnen nochmal das Messer hier zeigen. Ganz das ist ganz, ganz wichtig. Diese Schneide, diese Säge ist äußerst wichtig. Ja. Das habe ich nicht irgendwo gelernt, sondern von meinem Papa. Ich kann mich erinnern, wenn wir sonntags am Tisch saßen und gemeinsam das Schnitzel gegessen haben, da hat er immer geflucht wie verrückt. Weil der hatte immer Messer, ne, die keine Säge hatten. Mhm. Hat dann gesagt, da kannst du ja nach Köln drauf reiten. Ne? Und deshalb ist das so wichtig. Und hier haben wir eine exzellente Schneide, eine exzellente Säge, meine Damen und Herren. Das heißt also, auch das ist äußerst gute Qualität. Ganz wir bleiben bei äußerst guter Qualität. Und ich greife jetzt mal nach unten. Hier habe ich nämlich noch eine kleine Überraschung. Da können Sie gleich mal sehen, wie edel das verpackt ist. Ne? Wunderschön im schwarzen Karton gemacht, sehr hochwertig. Kriegen Sie bei jedem normalen Markenhersteller auch nicht anders verpackt. Wenn Sie die Salatschüssel schon zu Hause haben, Sie sagen, Mensch, vom Besteck her, jetzt habe ich aber kein Salatbesteck und kein Serviervorlagebesteck. Kein Problem, da haben wir es. Wir haben nämlich einen Soßenlöffel hier, einen schönen Soßenlöffel. Dann haben wir hier ein Vorlegebesteck für Salat und wir haben natürlich ganz wichtig, weil wir die Kuchengabeln ja in unserem Besteck schon dabei haben, natürlich noch einen Kuchenheber mit drin. Und das alles in 18/10er Edelstahlqualität, perfekt auf das Design abgestimmt von unserem normalen Besteck. Hier sehen Sie es auch noch mal wunderschön. Und das ja auch wieder zu einem absoluten unverschämten Preis. Ja, wenn das mal Design so ist hier aufgenommen worden. Sie sehen es ja da. Also wieder diese dünnen Griffe, die es aber in sich haben. Es liegt sehr gut in der Hand. Das ist recht schwer. Das muss auch so sein, meine Damen und Herren. Denn dann kann man es wunderbar anfassen. Da geht auch nichts schief. Ach, jetzt fällt mir gerade wieder so ein Trick ein. Weil immer mit so Suppenkellen haben die meisten Leute ja Probleme, weil es tröppelt und druppelt. Ne? Das habe ich tatsächlich beim Bioleck gelernt. Sie müssen einfach, wenn Sie jetzt, ich habe jetzt kein Wasser hier, wenn ich das gehabt hätte, könnte ich Ihnen das zeigen. Vielleicht können wir doch noch, haben wir noch so viel Zeit, dass ich ein Wasser kriege, dann könnte ich das nämlich in die Schüssel tun. Ich weiß, ich fordere wieder alle heraus. Ist doch gut. Und mal zeigen, wie das nicht tropft. Ja, ne? Das wäre ganz Das ist nämlich ganz einfach. Man nimmt, oh, da ist ja Wasser. Klasse. Oh, super. Mensch, Stefan, danke schön. Du bist großartig. Frau Hamann, Entschuldigung, ich trinke jetzt gerade das, ich benutze jetzt gerade das Wasser Ihres Sohnes. Nehmen wir mal die hier. Komm, nehmen wir die hier. Das sieht man ganz gut, genau. Das ist ein toller Trick und der funktioniert. Frag mich nicht, warum. Übrigens, weißt du, was Stefan jetzt gleich noch blühen kann? Der kann endlich mal aus Bone China trinken. Das ist doch gar nicht schlecht, oder? So, jetzt pass auf. Achtung. So, jetzt sehen Sie ja, dass das hier normalerweise tröppelt. Ne? Wenn Sie jetzt einmal auf die Oberfläche des Wassers gehen, so, dann tropft das nicht mehr. Sehen Sie das? Es tropft einfach nicht mehr. Sie müssen also einfach mit der Kelle nochmal auf die Oberfläche der Suppe gehen oder was Sie auch immer haben und es tropft nicht mehr. Das hat mir der Bioleck beigebracht. Klasse Sache, meine Mutter Sache, hat das oder? Damals mir erklärt als sogenanntes Abtippen. Aha. Ja? Also auch wirklich zu sagen, einmal nochmal zack runterzusetzen. Ja. Vielleicht die meisten machen ja so, die gehen über den Rand hier. Genau, oder ziehen so. Dann so ab, ne? Und das dann Quatsch. Sieht das nachher so richtig ü aus. Quatsch. Ja. Überhaupt kein Thema, einfach hier, reingehen, so, so. Einmal nochmal so. Abtippen so. Und dann tropft funktioniert nicht mehr. Das. Super Sache. So, herrlich. Ja. Komplettes Service in 18/10er Edelstahl. Das, was Sie bei jedem Magenhersteller auch kriegen, in einem absolut zeitlosen Design. Es passt übrigens perfekt auch, witzigerweise, zu unserem Geschirr natürlich dazu, zu unserem Tafelgeschirr. Also, wenn Sie jetzt sagen, Mensch, und das war vorhin von dir wirklich eine gute Idee, wenn Sie jemanden haben, der heiratet und Sie wollen eine schöne Aussteuer machen, hier kriegen Sie für komplett, wenn Sie jetzt alles zusammennehmen, komplettes 30-teiliges Essservice, komplettes für sechs Personen das Kaffeeservice dazu. Alles perfekt vom Design aufeinander abgestimmt. Toll. Plus unser 18/10er Edelstahlbesteck, verchromt. Sieht super schön aus. Und insofern überlegen Sie sich das. Das ist ein ganz tolles Geschenk, wenn wirklich jemand heiratet in der Familie. Finde ich genial. So, ich bedanke mich jetzt schon bei Ihnen, weil wir haben gerade gehört aus der Regie, dass es sehr beliebt bei Ihnen ist. Nicht nur unser Essservice, sondern auch nochmal unser Kaffeeservice. Und da gibt es eine Frau Schmitz. Und die ist tatsächlich aus Leverkusen. Die möchte es nochmal sehen. Wir zeigen es Ihnen nochmal. Machen wir gerne. Vorher aber die Artikelnummer für unser vierteiliges Zubehörset. Das sind die Salatlöffel und der Tortenheber und die Kelle. NC 33 93 und dann die 569 und anstatt für knapp 60 Euro kommt das für unter 22 Euro zu Ihnen nach Hause. Liebe Zuschauer, greifen Sie zu, weil unsere Bestände sind im Moment schon wieder knapp. Und ich höre gerade aus der Regie, dass bei unserem Kaffeeservice, wie wir es immer so schön sagen, der Teufel los ist. Und ich ist für mich auch völlig klar, warum. Weil Sie einfach merken, okay, da kriegen wir wirklich traumhaft schöne Ware fürs Geld. Ja. Und Sie können sich hier zu Hause wunderschön dekorieren. Und für das Geld sonst, wüsste ich nicht.
Ich habe die aktuellen Bestände, die liegen bei 322 Service. 322. Also die nächsten 322 Leute, die anrufen und sagen, ich möchte gerne das Kaffeeservice für 6 Personen, die bekommen noch eins und dann ist schon wieder empty. Ganz und genau. Ich schwöre Ihnen, der Run geht jetzt richtig los und lassen sich das einfach nicht entgehen. Greifen Sie zu. Im Moment kommen Sie wunderbar durch. Von unserem Tafelservice haben wir weitaus weniger. Haben wir nur 184. Ja. So, wir kommen nochmal zurück. Wir gehen nochmal durch. Es ist Boneshiner. Nochmal. Und Boneshiner, du kannst es ja nochmal erklären, vor 1400 Jahren erfunden. Vor 1400 Jahren erfunden, ganz genau. Die Engländer haben es dann irgendwann um 1750 geschafft, endlich eine Rezeptur zu finden, um es auch in der neuen Welt herzustellen. Das Besondere ist eben, wie Sie es gerade im Fernsehen auch gesehen haben, dieser Durchscheineffekt, weil eben Boneshiner wesentlich dünner gemacht werden kann, hergestellt werden kann, weil sogenannte Rinderknochenasche dazugegeben wird. Natürlich wird da vorher noch alles runtergezogen, das sind also nur die reinen Knochen. Mhm. Und das Tolle ist einfach, dass ich dadurch so eine Härte bekomme, dass es eigentlich auch Mikrowellen- und Spülmaschinenfest wäre. Wenn Sie sich jetzt fragen, warum Rinderknochen, es sind alle ausprobiert worden, Schweineknochen und was nicht komplett alles, was man so geschlachtet, auch Lamm und sowas. Ja. Und die Rinderknochen haben die größte Elastizität und sind am besten zu verarbeiten. Genau. Und deshalb hat man diese Asche genommen. Man zieht natürlich vorher noch alles, was Gelatinebereich war, zieht man natürlich runter. Und natürlich haben diese Rinderknochen beim Ausaschen, beim Ausbrennen eben auch von der Temperatur her perfekt dazu gepasst. Ja, früher war das ja wirklich Learning by Doing. Ja, man hat klar. probiert und daher kommen eben die besten Mixturen. Nochmal, wir sprechen über echtes Boneshiner, absolute Tischkultur aus China, über 1400 Jahre alt, heute in einem traumhaft zeitlosen Design. Und hier nochmal unser Kaffeeservice nach Leverkusen. Schön, oder? Für 6 herrlich? Personen, meine Damen und Herren, haben wir hier diese wunderbaren Dessert- oder Kuchenteller. Die können Sie natürlich auch als Salatteller nehmen oder wenn Sie ein Amuse-Gueule reichen für Ihre Gäste, dann ist das auch ein wunderbarer Teller, denn der passt ja zu dem großen Tafelservice wunderbar. Dann haben wir dabei die Tassen. Ne? Die sind in dem Fall rund, wie sich das gehört, aber sind auch wunderschön und liegen gut in der Hand und man klemmt sich nicht die Finger und es ist wirklich gut zu handeln. Und die Untertassen, das sind diese hier, schau mal. Da kann man natürlich auch umgekehrt, man kann hier das Amuse-Gueule drauf tun. Also wie man das will, ich spinne schon wieder rum. Ja. So, und da gehen wir dann nochmal drauf. Ich würde sogar die Untertassen sogar nehmen, wenn ich sage, ich reiche Brot mit Olivenöl und einen Schuss rein. Kannst du nämlich wunderschön in der kleinen Vertiefung machen. Ja. Also Sie sehen, ich habe mich mit dem Geschirr schon wirklich intensiv beschäftigt, weil ich jeden Tag wieder überlege, Mensch, was könnte man dekorieren? Ja. Für unter 100 Euro ist das so unglaublich, aber wahr. Und ich sage es Ihnen nochmal, liebe Damen zu Hause, wenn Sie es schön haben wollen, ich kann es Ihnen nur empfehlen, weil bei mir zu Hause tut es so fantastisch seinen Dienst und sieht so traumhaft schön zeitlos aus. Also Boneshiner sich leisten zu können, war für mich auch endlich mal kein Luxus mehr, sondern wirklich sagen zu können, ich kaufe jetzt wirklich einmal mir ein schönes Besteck. Also für 6 Personen alles dabei, dann gibt es Milchkännchen, die Zuckerdose ist dabei, mit Deckel und natürlich die Kaffeekanne, wie sich das gehört, schlagen Sie zu. 259 Euro haben Sie hier gespart. 72% des Preises geht runter und auch die Bestände gehen runter. Wir liegen nur noch bei 280 Stück. Ja. 280 Service. Wir gehen nochmal rüber Sie zu unserer Tafel. Wir gehen jetzt nochmal zu unserer wunderschönen Tafel rüber. So, Frau Schmitz. Weil das einfach wunderschön. Also Frau Schmitz, haben wir, ne? Ist durch, soweit. Und wenn Sie es jetzt angucken wollen, dann bestellen Sie sich's, dann haben Sie es nämlich zu Hause stehen. Und wenn Sie nicht ganz unschlau sind, liebe Zuschauer, dann machen Sie es einfach so, wenn Sie sagen, Mensch, das Tafelservice, da überlegen wir sowieso schon drüber nach. Bestellen Sie sich beides zusammen, kriegen Sie es komplett versandkostenfrei nach Hause. Ja. Auch keine schlechte Sache. Und Sie haben es komplett. Und das kann ich Ihnen nur empfehlen. So, unser Tafelservice, wir sind noch mal da. Angefangen, hier gehen wir schön mit der Kamera noch mal drüber, mit 6 Esstellern in viereckiger Form, die wir hier unten drunter haben. Ich zeige es Ihnen noch mal. Ganz toll gemacht, viereckige Form, wunderschön. Das sind unsere Essteller. 6 Stück dabei. Dann unsere wunderschönen dreieckigen, runden Suppenteller. Auch 6 Stück dabei. Dann unsere Zubehörschälchen, nenne ich es jetzt mal. Ich stelle es extra mal rein, um das auch da können Sie schon wieder dekorieren, Sachen machen. Also mir fallen da 1000 Dinge ein. Ja, mir auch. Ja. Und das Candlelight-Dinner fällt mir da sofort ein. Ja, genau. Nehmen wir mal die anderen 4 in den Schrank, ich bleibe dann bei 2. Diese 6 Zubehörschüsselchen sozusagen auch komplett mit drin. Dann haben wir natürlich hier unsere wunderschön gemachte Suppenterrine. Auch die ist
komplett im Set mit drin, mit Deckel, viereckige Form, sehr gut zu greifen durch die breiten Griffe seitlich. Und ich nutze die auch intensiv für viele andere Dinge. Also eben, wie du auch sagtest, man kann zum Beispiel auch ohne Probleme mal Gulasch drin aufbewahren. Genau. Und es muss ja nicht unbedingt nur eine Suppenterrine sein. Dann haben wir unsere wunderschöne große Salatschüssel, wo Ihnen Walter gerade gezeigt hat, wie man tropfenfrei schöpft. Das zeigen wir eigentlich nochmal. Mhm. Genau. Und da unten drunter steht diese große Servierplatte, die rechteckige, die ich mir jetzt noch 5-mal mehr dazu gekauft habe, um eben große Essteller zu Hause zu haben. Und natürlich noch unsere Saucière und unser Salz- und Pfefferstreuer. Alles das kommt für unter 230 Euro zu Ihnen nach Hause. Das Set kostet normalerweise knapp 600 Euro, ist eh schon unglaublich günstig. Wir bei Pearl TV haben gesagt, wir wollen Ihnen jetzt mal richtig was um die Ohren hauen. Wir wollen, dass unsere Zuschauer, unsere Kunden, unsere zukünftigen Kunden endlich mal richtig schönes Porzellan nach Hause kriegen, das man sich leisten kann. Die Königin des Porzellans, Bone China, bei uns zu einem Spottpreis zu bekommen, das kauft man einmal und hat es ein ganzes Leben. Man vererbt es sogar weiter. Selbst wenn da mal irgendwo eine kleine Macke drin sein sollte, weil es eben so langlebig ist, hat es seinen Wert behalten. Das verliert also auch nicht an Wert. Ist eine ganz, ganz tolle Investition, die Sie hier haben. Kann ich Ihnen schriftlich geben, meine Damen und Herren. Da sollten Sie wirklich nicht warten und zuschlagen. Ist Ihnen eigentlich schon mal was aufgefallen bei unseren Produkten? Sie kriegen von unseren Produkten eigentlich immer alles nach. Das finde ich auch so gut. Wir haben über 16.500 Produkte im Programm. Hier können Sie auch sicher sein, wenn Sie in 2-3 Jahren sagen, Mensch, ich möchte noch mal einen Teller nachkaufen. Oder vielleicht hat ein Freund, eine Freundin gesagt, Mensch, gefällt mir auch gut. Mhm. Sie werden es noch bekommen. Das finde ich ganz wichtig. Mhm. Ja? Mhm. Weil das ist schön, wenn ich sage, Mensch, ich möchte mal auf 10 Personen ausweiten. Wenn Sie wirklich mal eine größere Familie haben, Sie sind 10 Personen, die abends sitzen, dann kann man immer noch sagen, ich kaufe noch mal 4 Suppenteller nach. Ich kaufe vielleicht noch mal eine 2. Salatschüssel nach. Es gibt nämlich auch einige große Einrichtungshäuser, die haben irgendwas 2 Jahre im Programm. Mhm. Dann hast du dir die Hälfte von gekauft. Kriegst nicht mehr nach. Und dann ist alle. Ja. Und das finde ich so doof. Und bei uns ist auch hier garantiert, dass sie das wirklich lange, lange noch nachkriegen werden. Das war für mich übrigens auch ein ausschlaggebender Grund, warum ich mir das Porzellan auch gekauft habe. Weil wenn ich erweitere, bleibe ich im gleichen Design und fange nicht wieder an, irgendwie zusammenzustückeln. Ja? Ja. Und bin vor allem auch wirklich in der gleichen Linie mit drin. Das finde ich so schön. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig, meine Damen und Herren. Denn wenn man so ein Regal kauft, mag es Willi heißen, ne? Und man kriegt das in 3 Jahren nicht mehr. Ja. Das ist doch echt eine traurige Geschichte, oder? Ja, vor allem, wenn dann zwischendrin auch mal die Farben wechseln sollten. Oh ja. Wenn du nach 2,5 Jahren zum Beispiel in Hochglanzweiß irgendwas gekauft hast, das heißt dann vielleicht Dachs oder weiß ich nicht. Und nach 3 Jahren kauft man sich dann ergänzend noch ein Möbelstück dazu. Und urplötzlich hat man das Gefühl, dass eines Eierschalenweiß und das andere ist reinweiß. Komisch. Ja. Ja. Sehr, da steht man dann davor und sagt, ist das denn noch die gleiche Charge? Ist das denn noch das gleiche Produkt? Aber wir wollen ja nicht lästern. Wir wollen Ihnen ja nur klar machen, dass Sie hier etwas Tolles kaufen. Viele, 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 viele Zuschauer wissen das auch und haben heute auch schon wieder zugeschlagen. Ich muss mal eben fragen, wie viele denn jetzt schon weg sind. Wir hatten ja vorhin, warte mal. Also, wir haben gesagt, es waren 184. Wir sind, ja, 184 hatten wir. Wir sind jetzt bei 133. Also das geht schnell in dieser Sendung, ne? Mhm. Wenn man überlegt, dass die Sendung ja keine ganze Stunde lang ist. Leider, leider, leider. Ich könnte das ja ewig machen. Oh, wir könnten ja den ganzen Tag stehen. Ja. Also warten Sie nicht zu lange. Schlagen Sie einfach zu. Alleine schon das Essservice ist etwas ganz Tolles. Und wenn Sie das zum Beispiel jetzt alleine kaufen für 6 Personen, sind Sie ja auch schon versandkostenfrei. Aber ich kann Ihnen nur sagen, nehmen Sie das Kaffeeservice ruhig mit. Da sehen wir nochmal unsere Suppenteller, die natürlich ein ausgefallenes Design haben. Das wird aber zeitlos. Gerade bei so Sachen wie Bone China hast du hinterher zeitlose Sachen. Das sind die Sendungen, wo ich mich dann freue, dass ich es wirklich auch normalerweise, also ich musste einfach, ich brauchte ja Geschirr und habe rotzfrecherweise einmal einem Kunden von uns eins weggeschnappt. Aber wenn ich hier stehe und sehe das Geschirr, freue ich mich heute Abend drauf zu kochen, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Und das macht wirklich Spaß. Es ist Bone China, liebe Zuschauer. Da hat man einfach ein anderes Essgefühl. Es ist halt Tischkultur pur, die man ja, man hat Freude daran. Und bitte, früher wurden ja Sammeltassen und sowas gekauft. Es kam dann in die Vitrine und keiner durfte es benutzen. Ich habe eine Tante, Tante Lieschen war das, die hat ein Wohnzimmer gehabt. Das hat sie abgeschlossen. Da durfte überhaupt niemand rein. Ich habe sowas im Leben nicht verstanden. Ja. Deshalb, ich bitte Sie, das ist Gebrauchsgeschirr, sind Gebrauchsgegenstände. Genau. Ja. Benutzen Sie sie. Nutzen Sie jeden Tag drauf und man ist viel fröhlicher drauf. Es geht einem viel, viel besser. Die Seele braucht eben auch
was fürs Auge. Zelebrieren Sie es. Das ist genau der richtige Punkt. Zelebrieren Sie einfach mal wieder Essen. Heute in dieser schnellen Zeit, wo man normalerweise nur aus Fertigtüten macht und tut. Das geht meiner Esskultur völlig dagegen. Und ich finde es einfach klasse, wenn man sich dann, morgen ist es bei mir wieder soweit, ich koche für 10 Mann, ich freue mich riesig drauf, wenn ich dann einfach nachmittags 4, 4:30 in der Küche stehe, vorbereiten kann, schön die den Essbereich eindecke und dann einfach wieder sagen kann, ich freue mich drauf, Freunde, gute Bekannte zu sehen, mit denen abends einfach erstens mal lecker zu essen, gutes Gläschen Was Wein dabei. Denn? Ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Also Rind wird es geben. Ich muss jetzt mal gucken, ob es Lende oder Schulter wird. Ich muss mal Filet schon, ne? Rinderfilet schon, das Feinste. Ja. Ist auch schnell gemacht. Oder ein schönes Roastbeef, kannst du natürlich auch. Das macht sich ja von alleine. Ja. Einfach mit Rosmarin, Knoblauch anbraten und dann ab in den Backofen. Wunderbare Sache. Ich habe Hunger. Ja, mir läuft das Wasser auch schon unter den Brücken zusammen. 0180 51 51 3x2 ist Ihre Telefonnummer zu Ihrer neuen Tischkultur. Und das können wir Ihnen wirklich nur empfehlen, weil schöner und günstiger werden Sie es nicht kriegen. Ich lege es Ihnen ganz wärmstens ans Herz. Es ist bei mir im ständigen Gebrauch und ich bin da völlig Walters Meinung. Zelebrieren Sie es einfach wieder. Ja. Lassen Sie sich mal wieder Zeit. Langsam essen ist auch wichtig. Früher gab es ja immer den Spruch 28 Mal kauen pro Bissen. Ja. Ne? Ich weiß nicht, wer das heute noch schafft. Tüte auf, zack, rein, runter, fertig. Ich habe gegessen. Trotzdem, Miracoli aus so einem Boneshiner-Teller schmeckt doch ganz anders, oder? Stimmt, als aus einem normalen Teller. Würde ich doch schon sagen. Oder machen Sie es vielleicht zum Kult mal. Machen Sie sich einfach mal ein paar Ravioli aus, wenn Sie es haben. Und machen Sie mal Ravioli in einem Boneshiner. Seien Sie in diesem Falle raffgierig. Holen Sie sich dieses Geschirr. Es ist einfach einmalig. Bitte. Machen Sie es. Tolle Sache. Ha, herrlich, Boneshiner.